Willkommen zurück. Wir wollen uns mit Kayra noch ein bisschen befassen. Schließlich hat sie uns gerade hinterrücks, ich sag jetzt nicht ermordet, aber hinterrücks bei unserem Techtelmechtel einfach einschlafen lassen und schneller. Das können wir hier natürlich nicht durchgehen lassen. Wir müssen jetzt natürlich zusehen, dass diese wichtigen Aufzeichnungen, wie sie ja selbst sagte, nicht in die falschen Hände geraten. Also, ab geht's. Zur Verhinderung falschen Wissens, und wir wollen ja nicht, dass Kayra im Endeffekt etwas Falsches lernt. Das wäre ja dramatisch, grausam und gemein. Und deshalb wollen wir sie jetzt retten von dieser Insel und vor diesem Wissen bewahren, was vielleicht nicht ganz gut sein könnte für sie. Aber mal gucken. Rüber zur Insel. Hupse, ups. Das war einer zu viel. Hey. Hey. Danke. Hey, hier ist doch das Steuer. Sag ich doch. Oh. Ach so. Jetzt mal ganz schnell rüber geritten. Auf zur Insel. Zurück in den Turm. Und Kayra vor den bösen, bösen Geistern dieses Turms retten. Und dann hoffen wir, dass das alles glimpflich ausgeht und wir der jungen Dame doch mal einmal auf die Finger hauen können, dass sie uns nicht einfach so veräppeln und verarschen darf. So, der Weg ist bereitet. Wir sind hier auf dem Weg und gucken jetzt mal. Oh, es sieht nicht gut aus. Die Reuseninsel Velen ist natürlich, wie wir es schon kennen, schwer bewacht. Und ich habe das dumme Gefühl, dass wir hier gleich eine unangenehme Überraschung erleben werden. Upsa. So, sagt mir mein Gefühl. Hey. Steuer loslassen. Und zusehen, dass wir hier schnell in diese Festung kommen. Wir wissen ja, nichts ist so gefährlich wie der Weg hier durch. Hey, los. Lass mich durch. Wir Licht müssen ganz Turm oben im Turm. Wir müssen zusehen, dass hier nichts passiert. Ach nein. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was ist mit den Notizen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Dann haben wir ein kleines Problem, meine Liebe. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, na klar. Ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid vergibt niemals. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Das kann ich nicht zulassen. Kayra, ich werde das nicht zulassen. Wir können nicht zulassen, dass die Forschungsresultate in die falschen Hände fallen. Und Radovids sind falscher als falsch. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts. Bitte, zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Und jetzt was besser. Komm schon, komm näher. Hi. So sieht's also aus. Okay. Wie dumm.
um mich zu verärgern. Da lache ich doch. Und jetzt was Besonderes. Und jetzt was Besonderes. Ich glaube, es hackt. Nächster. So nicht. So nicht, meine Freundin. So haben wir nicht gewettet. So läuft das hier nicht. Da lache ich doch. Oh, wo ist sie denn jetzt? Das wirst du bereuen. Ach, komm her. Da lache ich doch. Wie dumm, mich zu verärgern. Ich glaube, es geht los hier. Das ist nicht gut hier. Da lache ich doch. Und jetzt was Besonderes. Nimm dies. Ach, Keira. Musst du das denn wirklich auf diese Art und Weise reden? Das wirst du bereuen. So nicht. So hätte es nicht enden müssen. Nein. Hätte es auch nicht. So hätte es sicher nicht enden müssen, Keira. Schade. Schade um dieses schöne Frauenzimmer. Es ist fast schon bitter hier gerade, dieser Moment. Er tut einem im Herzen weh und doch habe ich das Gefühl, dass es das Richtige war. Was heißt das Richtige? Das, was ich in diesem Spiel so mag. Eine Entscheidung zu treffen und man genau weiß, es ist gut oder eben nicht. Aber man muss diese Entscheidung treffen. Man ist gezwungen und man darf sie, wenn man sie getroffen hat, nicht bereuen, weil man ja weiß, dieses Spiel wird anders laufen, wenn man sich anders entscheidet. Willkommen zurück im Labor. Ach ja, hier sind noch Kronen. In jedem Fall werden diese Aufzeichnungen keinem Magier mehr zugutekommen. Ich bin gerade echt innerlich ein bisschen aufgewühlt, gebe ich ja zu. So hätte das Ganze nicht enden müssen und es tut irgendwo schon weh, dass es so geendet ist. Irgendwie habe ich Keira sehr lieb gewonnen. Ja. Aber ich glaube,
hätte ich mich anders entschieden, dann hätten wir früher oder später eine große Katastrophe in diesem Spiel gehabt. Und Redoran hätte sich schwer gegen uns gerecht. Und wir wären im Endeffekt nicht gut aus der Nummer rausgekommen. Gut, das werden wir so oder so nicht. Aber das ist eine andere Sache. Schade, Kayron. Gestern Abend hast du mir besser gefallen. So, nun aber trotzdem zurück. Zurück zu diesem... Der Queststrang ist ja jetzt so gesehen vorbei. Und... Ja, die Familienangelegenheit. Die Familienangehörigkeit. Was haben wir denn an weiteren Spuren noch? Weitere Spuren? Aktuell haben wir keine weiteren Spuren. Wir hätten die Herren des Waldes, könnten wir noch gucken. Nebenqueste. Was sagt denn Verteidiger des Glaubens? Nee, das ist nichts. Spieler in Wählen. Fliegende Fäuste, auch nicht. Fall des Hauses Rücker. Das ist auch nicht Hexeraufträge. Da. Die lustige Witwe. Nein. Das Ding aus dem Sumpf. Nein, das kriegen wir noch nicht. Das packen wir noch nicht. Ist noch nicht so ganz da. Du kannst nicht vorbei. Gut, das haben wir. Verwende den Passierschein am Ponta. Boah, können wir mal machen. Einfach nur, um den Quest beenden zu können. So, wo ist denn jetzt der Ponta? Wo ist der Ponta? Was? Gut, ab zum Galgenhügel. Ab zum Galgenhügel und da ist mein Pferd. Ein Pferd von mir, zumindest. Halt! Los, los! Los, gib Gas! Ist das kein doppeltes? Danke, ich wollte schon sagen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hey! Ach, immer diese Klippen. Immer diese Umwege. Na gut, ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. König Radovid es befohlen hat. Ich lasse niemanden durch, der keinen Passierschein hat. Da sind wir auch schon wieder. Genau, wir stehen direkt vor einem Wachmann, der einen Passierschein von uns haben will. Und wir geben ihm den natürlich. Wie schön, dass ich einen Passierschein habe. Hä? Lass sehen. Sieht echt aus, aber man weiß ja nie. Gut, du kannst gehen. Hey, wir können über den Ponta. Von Stahl. Gigantisch. Hey. Du kannst nicht vorbei. Ich kann jetzt vorbei. Streitlustig, wie? Yay. So schnell geht das. Also einfach ab und zu mal nebenbei so ein paar Queste machen. Ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt gucken wir trotzdem noch mal. Beruhig dich, sonst... So, jetzt gucken wir trotzdem noch mal. Familienangelegenheiten. Herrinnen des Waldes. Gut. Da wir ja leider unseren Quest mit Kayra verloren haben, kümmern wir uns jetzt um die Herrinnen des Waldes und gucken mal, wo die sich so rumtreiben. Wo sollen die denn sein? Okay, das sind ziemlich viele. Wo sollen die denn sein? Jemand eine Ahnung? Ich sehe nichts. Was ist das? Und wo sollen die jetzt sein? Was ist das? Da sind neue Queste verfügbar. Ja, das hilft uns jetzt alles nicht. Das heißt, ich ließ die Herrinnen des Waldes. Wo soll ich das jetzt hernehmen? Habe ich das irgendwo in meinem Inventar stehen? Gucken wir doch mal. Inventar.
Was haben wir denn hier? Quest. Ne, Questgegenstände. Was ist das? Herrinnen des Waldes. Die Kapitän uns unterlassen, die Mächtigen der Erde kümmern uns über das Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen, wenn sie es für angemessen halten. Erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So fleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, bring es in den Buckelsumpf, suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf den süßen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge, zu den guten Herrinnen finden. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreine aus. Die guten Herrinnen werden dich hören und sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt, so wird es deine Bitte erhört. Okay. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach so, nach Niederwirr. Okay. So, jetzt die große Frage. Du wirst ersticken. Haben wir irgendwo hier noch einen Schnellreisepass? Na, ich hoffe einfach, dass die hier drin einen haben. Hast du's eilig? Ja, ich hab's eilig. Gebe ich zu, stimmt. Hab andere Sorgen als eure. Gut, dass ich da unten schon einen Schnellreiseposten hab. Den kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Niederwirr, genau. Und hopps nach Niederwirr. Und dann schauen wir doch gleich mal, ob wir diese Hexen finden, ja oder nein. Ihr werdet sehen und ich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Und wo wir dann die Mumen im Buckelsumpf suchen.